Die Geschichte Krefelds ist nicht groß im Sinne der Historienmalerei, aber sie ist schön. Schön wie die Stadt selber, von der jüngst ein Amerikaner schrieb, sie sei besonders sauber, hell, luftig und weiträumig. Wilhelm von Humboldt im vorigen Jahrhundert hat es so ausgedrückt: Der Ort gewährt einen völlig anderen Anblick als die meisten Städte Deutschlands. Die ganze Stadt hat ein gefälliges, lachendes Aussehen. Die Straßen sind sehr regelmäßig, im höchsten Grad reinlich und vortrefflich gepflastert. Ein dritter pries ihren stillen Fleiß und ihre bürgerliche Glückseligkeit. Die schmeckt man heute noch heraus, wo sich Krefeld nennt, die Stadt des guten Geschmacks. Betrachtet nur die ihr fremd seid, das schöne Karree ihrer Wälle. Man muss sie ausschreiten, die Wälle, um nachzuempfinden, wie Adolf von Wagedes, Baumeister der Goethezeit, den Sinn dieser Stadt für Maß und Schönheit begriffen hat. Preußische Könige haben sie mit ihrem Besuch ausgezeichnet, auch wenn sie wie Friedrich Wilhelm III. Mehr zufällig vorbeikamen. Jedoch bei aller Arriviertheit, die eher an Düsseldorf, die nahe Landeshauptstadt, erinnert, der Krefelder empfindet linksrheinisch, linksniederrheinisch mit ein paar preußischen Schlieren darin, die wiederum ausgeglichen werden durch unternehmerischen Exportblick in die weite Welt und durch gelegentlichen Seitenblick aufs modische Paris. So tut Krefeld das eine, ohne das andere zu lassen, und ist nach dem Fluidum seiner Lebensart mehr Welt als großstädtisch, dies beides mit provinzieller Beimischung, die sympathisch berührt, und hat zurzeit 217.000 Einwohner, von denen etwa 25% als Flüchtlinge nach dem letzten Krieg hergekommen sind. Man kennt sie nicht mehr heraus. Sie haben sich ebenso assimiliert wie jene Flüchtlinge aus Glaubensgründen, die nach 1607 herkamen, die Mennoniten. Und damit sind wir wieder bei der Geschichte der Stadt, genauer beim alten Dr. Gruß von der Forschungsstelle des Mennonitischen Geschichtsvereins. Krefeld hat Bilder seiner besten Bürger im Rathaus hingehängt. Wer diese Bilder sieht, wird bald erkennen, wie viel Krefeld für seinen Aufbau den Mennoniten verdankt. Mennoniten haben ihren Namen von dem Zeitgenossen Martin Luthers, Menno Simons. Weniger die reine Lehre, mehr die Bewährung des Glaubens im Leben war ihr Ziel. Oft haben sie ihre Heimat verlassen müssen und sind so trotz kleiner Zahl über die halbe Erde verbreitert. Anderswo vertrieben sind sie dann im 17. Jahrhundert, als Krefeld eben wieder mit dem Wiederaufbau begann, nach Krefeld gekommen. Und sie brachten Wichtigstes mit, namentlich die Familie von der Leyen, aber auch andere brachten die Seidenindustrie und haben dann mit ihren Patrizierbauten das Bild der Stadt bestimmt. Mit dem Begriff Mennoniten verbindet sich in Krefeld die Erinnerung an große Wohltäter und Mäzene. Wo schon das Rathaus aussieht wie ein Musentempel, da müsste wohl die ganze Stadt vom Geist des musischen Geschäfts erfüllt sein, sagte ich mir. Und schon schritt Hermes mit Vornamen Willi, Götterbote des Olymp, städtischer Beamter und Mundartdichter vom Parnass des Rathauses zu mir herab. Moin, Herr Hermes, Sie haben einen schönen Arbeitsplatz. Wer hat denn eigentlich Krefeld auf die Idee gebracht, sich so ein schönes Rathaus zu bauen? Nein, nicht die Stadt ist auf diese Idee gekommen, sondern ein Bürger dieser Stadt, der Kommerzienrat Konrad von der Leyen, hat dieses Schloss gebaut. Ach,
Schloss, sagen Sie? Ja. Das Stadtschloss genannt, ja? Stadtschloss. Mhm. Deshalb, weil die Familie von der Leyen in Flüen auch noch einen Landsitz hatte. Und weshalb haben die das Haus aufgegeben? Ja, unter Napoleon kam die Gewerbefreiheit und die Privilegien, die die Hohenzollern den Seidenbaronen in Krefeld zugestanden hatten, die fielen denn fort. Ja. Und da konnten die sich das nicht mehr leisten. Das hatten die aber früher als Wohnsitz hier gehalten. Das war nicht die Manufaktur? Oder nein, das war ein Wohnsitz. Ach, und da drüben haben wir die Dionysius. Das ist die Dionysiuskirche, ja. Die St. Dionysiuskirche atmet sichtbar Potsdamer Geist. Friedrich der Große hat ihren Bauplatz bestimmt und später auch die Baupläne genehmigt. Es ist eine katholische Kirche, doch alle Konfessionen haben dafür gesammelt. Das erschien damals schon selbstverständlich für die heute noch sprichwörtliche Krefelder Toleranz. Es gibt Gute und Böse und Krefelder, sagt ein geflügeltes Wort, was nicht so sehr bedeutet, dass der Krefelder sich draus hält, als dass er beide Meinungen gelten lässt und dass er allenfalls vermittelt. Zwischen den Wällen stehen noch einige der alten Weberhäuser, zweistöckig hoch und gerade so breit, dass der Webstuhl hineinpasste und von den zwei Fenstern her sein Licht bekam. Um 1850 hatte Krefeld keine 40.000 Einwohner, aber rund 100 Samt- und Seidenfabriken. Damals gab es hier 10.000 Webstühle und fast 15.000 Weber. Die kleinbürgerliche, handwerkliche Welt von damals war ein guter Nährboden für Altbierkneipen und Hausbrauereien, von denen heute noch einige existieren. Zum Beispiel die Brauerei Herbst. Vor nicht zu langer Zeit kam ein Bauer in dieses Lokal und zweimal mit je 3 Litern Bier wieder heraus. Die waren für sein Pferd. Als der Wirt ihn fragte, ob er denn selber gar nichts trinke, sagte der Bauer, nein, ich muss ja noch fahren. Der Krefelder liebt die Pferde. Das hat eine besondere, großbürgerlich-feudale Tradition, die offenbar heute noch selbst in der Stadt- und Verkehrsplanung respektiert wird. Hier gibt es nämlich 25 Kilometer Reitwege, etwa das Doppelte für die Radfahrer und nur wenig mehr als das Dreifache für die Fußgänger. Die Zahlen stehen im Raum und das Denkmal der Krefelder Husaren steht am Grafschaftsplatz, weil Wilhelm II. 1906 seine 11 Husaren hierher verlegte. Denn er hatte den Krefelder Ehrendamen versprochen, ihnen junge, elegante Tänzer zu schicken. Ja, so war Wilhelm II., jedenfalls in Krefeld, womit wir gleichzeitig einen Blick in den Krefelder Tierpark warfen. Hier kann man noch die Kaserne von damals sehen und gleich gegenüber das Offizierscasino. Tiefere Einsicht in die höheren Zwecke unserer Nachkriegsexistenz richtete inzwischen das Gesundheitsamt darin ein. Überhaupt ist die Gegenwart mindestens so respektabel wie die berittene Vergangenheit, deretwegen sich einem Andi zufolge die heutige Krefelder Jugend durch Schönheit und Charme auszeichnet. Dass ausgerechnet der Kommiss dabei Pate oder gar mehr gestanden habe, will mir nicht einleuchten. Denn Charme ist mehr als Schönheit. Er hat ganz andere Ursachen. In Krefeld zum Beispiel die des dauernden Umgangs mit der schönen Mode, die hier in Samt und Seide daherkommt.